und fertigen aus weichem Tuff Kreuzsteine an, jeden mit eigener Ornamentik. Je nachdem, wie aufwendig sie gearbeitet sind, braucht Sergei Petrosjan 3 bis 6 Monate für einen solchen Stein. Er kostet dann bis zu 5000 Dollar. Auf dem Friedhof von Noradus, einem Dorf am Sebansee, finden sich hunderte neuer und alter Kreuzsteine. Keiner sieht aus wie der andere. Es ist eine Vielzahl von Motiven und Formen, die in das Tuffgestein eingemeißelt sind. Seit dem späten Mittelalter dienen die Kreuzsteine in erster Linie als Grabsteine. Vorher wurden sie zu vielen Anlässen aufgestellt, auch zu weltlichen. Seit jeher werden vor allem große und urtümliche Steine von den Armeniern verehrt. Zusammen mit dem Motiv des Kreuzes gelten sie als ein Zeichen des Triumphes des Lebens über den Tod. Der Südosten von Armenien mit den Ausläufern des kleinen Kaukasus. Bergig, steinig, unwegsam. Unwirtliche Felslandschaft, Halbwüste, unterbrochen von kleinen Feldern und blühenden Wiesen. Seit Jahrhunderten nehmen Tiere dieselben Wege. Graben sich ihre Spuren in die Erde. Im 8. Jahrhundert bebte die Erde 40 Tage lang. Alles, was Menschen errichtet hatten, wurde zerstört. Ein Tal der Tränen. Ist dieses Land von Menschen bewohnt. Auch Mönche bahnten sich im 12. Jahrhundert ihren Weg durch die tiefen Schluchten, angezogen vom kunstsinnigen Hof eines bedeutenden armenischen Adelsgeschlechts. An einem Felsvorsprung gründeten sie ihr Kloster und nannten es Noravank, neues Kloster. Es war sehr reich, besaß 2 Festungen und 12 Dörfer. Von späteren Eroberern wurde es nie angerührt. Erst ein Erdbeben zerstörte seine Mauern. Lediglich die Kirchen wurden wiederhergestellt. Sie passen sich harmonisch in die grandiose Felslandschaft ein. Am schönsten die Grabkirche. Ungewöhnlich ist, dass sie 2 Stockwerke hat. Über eine schmale Außentreppe gelangt man nach oben, vorausgesetzt, man ist schwindelfrei. Mit der symmetrischen Treppe, den Reliefs und Türbogen ist insbesondere die Westfassade sehr detailliert gestaltet. Wie die Kreuzsteine, so symbolisiert auch diese doppelgeschossige Grabkapelle die Macht des Lebens über den Tod. Die Kraft des Lichts, der Weg der Sonne im Lauf des Tages und Jahres, das Spiel von Licht und Schatten hoch oben auf dem Plateau nahe der heutigen Stadt Sisian. Das alles hat wohl die Menschen vor ca. 5000 Jahren dazu bewogen, solche Megalithen aufzustellen. Über 200 sind es an der Zahl. Steinkreise finden sich seit der Bronzezeit allein in Europa von der irischen und bretonischen Atlantikküste bis hier im nördlichen Vorderasien. Der Kreis urzeitlicher Steine war ein Ort kultischer Handlungen. Zugleich diente er der Beobachtung von Licht, Sonne und Gestirnen. Weit reicht der Blick aus 2300 Metern Höhe über die Berge. Irgendwo zwischen ihren Gipfeln verläuft die Grenze zu Aserbaidschan und zum Iran.
Die Landschaft strahlt Ruhe und Erhabenheit aus. Auf den Wiesen leuchten die Blumen in intensiven Farben. Selbst in dieser Höhe nutzen die Menschen den Boden als Ackerland. Er muss ständig bewässert werden. Vor der Wende gehörte das Land einer Kolchose. Heute ist es privatisiert, wie die gesamte Landwirtschaft in Armenien. Auch das Leben der Menschen hat sich dramatisch verändert. Die Frauen, die hier Unkraut jäten, sind froh, wenigstens auf dem Feld arbeiten zu können. Dabei ist eine von ihnen studierte Pianistin. Eine andere wünscht sich, Elektrikerin werden zu können. Schroffe Felsen und tiefe Schluchten. Ein Ergebnis vulkanischer Tätigkeit. Die Natur hat seltsame Formen gebildet. Man kann darin auch Figuren entdecken, zum Beispiel eine Sphinx. In diesem unwegsamen Gelände, in den natürlichen Felshöhlen, lebte einmal ein ganzes Dorf. Dort waren die Bewohner vor Angreifern sicherer. Ein großer Vorteil angesichts der kriegerischen Vergangenheit Armeniens. Heute ist das Höhlendorf Chinsoresk verlassen. Schaut man in die Behausungen, findet man noch immer Spuren früherer Bewohner. Inzwischen haben sich die Menschen auf dem benachbarten Plateau Häuser gebaut. Ein tiefer Canyon durchbricht diese Gebirgsregion im Südosten von Armenien. Inmitten der wild zerklüfteten Berglandschaft haben sich in frühchristlicher Zeit Mönche niedergelassen und das Kloster Tartef gegründet. Von dicken Mauern umgeben war es ein wehrhaftes Kloster. Wie in einer Zwingburg lebten darin bis zu 1000 Mönche. Ihnen gehörten 47 Dörfer. Über 600 weitere mussten dem Kloster den Zehnten entrichten. Im Mittelalter entwickelte sich Tartef zum mächtigsten und reichsten Kloster im südlichen Armenien und wurde Bischofssitz. Im 14. Jahrhundert bestand hier eine Akademie mit drei Fakultäten, in der bis zu 300 Studenten in geisteswissenschaftlichen Fächern unterrichtet wurden. Dank einer geheimen Kugellagerkonstruktion ist diese Säule beweglich und hat bisher jedes Erdbeben überstanden. Die Klostergebäude blieben jedoch nicht verschont, sodass die Blütezeit von Tartef vor etwa 200 Jahren zu Ende ging. Zurück ins Zentrum von Armenien. Etwa 30 Kilometer östlich der Hauptstadt Jerewan, am Rande des Dorfes Garni, befindet sich ein römischer Tempel. Es war jedoch kein Römer, der ihn bauen ließ, sondern der König Armeniens, Tirdat I., als ein Ergebnis antiker Diplomatie nach einem Krieg um die Vormachtstellung im armenischen Hochland. Die Römer waren militärisch dem König unterlegen, behielten jedoch nominell die Hoheit und versicherten sich der Loyalität des neuen Herrschers. Sie luden ihn mit großem Gefolge zur Krönung nach Rom ein, gaben ihm Geld und Baumeister mit, um Kriegsschäden zu beseitigen. So entstand im Jahr 66 auch der Sonnentempel mit seinen 24 Säulen, gebaut mitten in die Sommerresidenz des Königs, zur Erinnerung an seinen triumphalen Rom.